Leseprobe von Tom und der Wolf von der Autorin Ursula Madella Mella. Der Doktor sagte der frisch gebackene Mama, dass ihr Kind etwas klein geraten war, außergewöhnlich kleinwüchsig sei. Tom war nämlich nur halb so groß wie jedes andere Neugeborene, aber abgesehen davon völlig gesund. Tom war ganz und gar vollkommen. Er fuchtelte mit seinen winzigen Ärmchen um sich, strampelte wild mit seinen kleinen Füßchen und seine winzigen Fingerchen schlossen sich sofort um den Daumen seiner Mutter und ließ ihn nicht mehr los. So, und das sind Bilder, das können Kinder natürlich sofort nachvollziehen. Weil sie selber Hände haben, weil sie selber Ärmchen, winzige haben oder vielleicht auch schon ein Baby gesehen haben, das strampelt oder die Hand und die Finger um einen ihrer Finger gelegt hat. Also eine Geschichtenerzählerin, die malt Bilder in Worte. Und Kinder haben diese Fähigkeit noch, sich vorzustellen. Und es ist sofort verknüpft mit Emotionen. Und der Intellekt ist am Anfang noch gar nicht so wichtig. Also ganz selten, dass der Intellekt überwiegend ist. Es ist überwiegend die bildhafte Form des Denkens. Darum ist es so schade, dass wir während unserem Erwachsenenleben das fast verlieren, außer wir pflegen es absichtlich und üben das und lassen es nicht verkümmern. In unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig, wodurch das überhaupt nirgendwo gelehrt wird. Weder in der Schule wirklich, noch denn im Arbeitsleben kaum eine Zeit bleibt dafür. Wir erkranken buchstäblich daran, seelisch, dass wir verlieren, Bilder zu kreieren in unserem Kopf, in unserem Gefühl, in unserem Sein. Also das ist etwas, das gehört unbedingt gepflegt. Sonst geht es verloren und damit geht ein großer Teil unseres Potenzials verloren. Das ist nämlich auch wichtig für anderes, aber das ist eine andere Szene. Gut, so und jetzt gehen wir aber weiter. Ich erzähle euch also jetzt noch denn nur ganz kurz ein bisschen über Fliegi, aber es wird spannend. Bleibt dran.